Und jetzt lasse ich ein paar Runden, man sagt, trocken laufen, ohne dass ich etwas dazu gebe. Ich gebe jetzt die Gewürze dazu, mit dem Salz, alles was ist. Dann gebe ich dazu etwas Eis, aber nicht alles. Da lasse ich jetzt einmal ein schönes Abret, bis es abret wird. Und wenn das jetzt ein bindiges Brät wird, dann gebe ich das Öl in den langsamen Schritten dazu. Denkst, das wird jetzt schon ein bindiges Brät. Jetzt lassen wir noch ein paar Runden laufen. Und beim Öl, ich nehme da ganz normales Pflanzenöl. Nur wichtig ist, dass das Öl Kühlhaustemperatur hat, so 2-3 Grad kalt ist. Und jetzt schütte ich das Öl ganz langsam dazu. Jetzt werden Sie sehen, die Masse verändert sich jetzt ganz gewaltig. Ja, 1 Liter Sonnenblumenöl. Wollen Sie das jetzt anschauen? Schauen Sie, das ist so eine ganz flüssige, aber das wird fest. Das dauert jetzt noch einige Zeit. Jetzt haben wir das Brett einige Runden laufen lassen. Wenn Sie es am Anfang gesehen haben, hätten Sie nie gedacht, dass das was wird. Schauen Sie, wie ein schön glänzendes Brett das geworden ist. Da darf man sich nicht erschrecken lassen, dass es am Anfang ausschaut wie, das wird nichts. Aber es wird schon, es ist ein wunderschönes Brett. Jetzt werde ich Folgendes machen. Jetzt werde ich die Paprikaflocken jetzt reingeben, dass sie 1-2 Runden mitlaufen und dann gebe ich die Masse oder die grobe Einlage wische ich noch kurz mit runter im Kutter. Die grobe Einlage habe ich jetzt so 2-3 Minuten mit der Küchenmaschine laufen lassen, dass sie schön durchknetet ist. Da werden wir jetzt die Paprikaflocken eingeben. Die werden wir ganz so kurz. Und beim Leberkäsformen einschlagen, Sie brauchen das nicht so mit Gewalt reinschlagen, weil die Luft kriegt sowieso nicht aus. Das eine Ballern, wie sie oft reden, das ist, früher hat man so gemacht, weil man geglaubt hat, wenn man das eine schlagt, dass die Luft schneller geht. Man könnte auch sagen, vielleicht, wenn man es langsam reintut, hat die Luft mehr Zeit zum Entweichen. Ich tue es nicht, gell? Ich tue es einfach so. Das ist einfach verbeißt. Wie man das so machen kann, ist auch kleines Rätsel.
immer schauen, dass man etwas verdichtet, damit die Luft rauskommt. Dann streiche ich das schön glatt. So, diese Fleischkäse oder Butenfleischkäse, in Österreich würde man sagen Butenleberkäse mit grober Einlage, werde ich jetzt rausbraten und das Ergebnis zeige ich Ihnen. Nächster Tag, ich habe diesen Fleischkäse jetzt mit 130 Grad rausgebacken, man sieht, dass er nicht ganz so braun ist. Mir ist da leider beim Filmen ein Fehler unterlaufen. Ich habe den ersten Teil nicht gefilmt, den habe ich jetzt mit Wiener Würstchen nachgefilmt, weil es ist die gleiche Masse. Sonst der Ablauf ist augengleich. Nur der erste Teil des Videos sind Wiener Würstchen. Aber es spielt da jetzt keine Rolle. Wir sehen, der Buttenkäse hat nicht abgesetzt. Er ist ohne tierische Fette erzeugt worden. Ich habe dafür Sonnenblumenöl genommen. Und zwar im Verhältnis 50% Buttenkeule und Buttenbrust gemischt. Dann 25% Öl. Einfach ganz normales Sonnenblumenöl. Sie können auch Rapsöl verwenden und 25% Eis. Das Ganze wurde im Kutter fein gekuttert und dann wurde die Einlage drunter gemischt. Die Einlage habe ich am Vortag gesalzen mit 20 Gramm Nitritbökelsalz. Dann habe ich dazugegeben 1 Gramm Phosphat und 10% Schüttung und etwas Röte, also Zuckermittel, Dextrose, Saccharose. Und das habe ich dann im Fleischwolf mit der 14er Scheibe heruntergewolft, über Nacht stehen gelassen und am nächsten Tag drunter gezogen. Jetzt werden wir mal anstellen, wie das ausschaut. Sehen Sie, er hat ein bisschen abgesetzt, das ist so gut wie gar nichts, das ist endlich normal. Jetzt stellen wir mal an durch. Schauen Sie, hervorragend. Sehen Sie, Sie haben kein einziges Luftloch drin, Sie brauchen das nicht einballern, sondern schön sachte reinschlagen, schauen, dass die Luft dann heraus ist. Da sieht man schön das sind Paprikaflocken, rot und grüner Paprika. Dann sieht man da noch das Einlagefleisch, das mit der 14er Scheibe gewolft worden ist. Riechen tut das sehr gut. Wie gesagt, der ist ohne tierische Fette hergestellt worden. Sollte Ihnen das Video gefallen haben, bitte Daumen nach oben, abonnieren Sie mich. Bis zum nächsten Mal. Ihr Profi-Metzger Ralf.